Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit dem Mikado Place XD. Hallo. Und dem Tigerfarm. Hallo. So, Zeit auf 5 und ready, set, go. Eine Sache haben wir direkt zu Anfang schon mal zu klären. Was hab ich recht? Denn klären? Gibt's nichts zu klären. Und zwar, mit dem, wir hatten ja schon mal besprochen, dass ich ja auf meinem Hof oder auf meiner Wiese halt keine Tierhaltung platzieren kann. Und deswegen haben wir jetzt mal, hab ich jetzt mal im Singleplayer nachgeforscht, dass es auf Feld 14 geht, aber wir haben halt besprochen, dass ich halt jetzt das Feld 14 gratis bekomme, aber es halt nicht als Feld nutzen darf, nur auf als, sag ich jetzt mal, Hof. Zeit 5 bitte. Ja, das hatten wir gesagt. Ja. So, jetzt habe ich es gekauft. Und ich darf es jetzt halt wirklich nur dafür verwenden, um meine Tiere darauf zu halten. Ja. Weil ansonsten wäre es wirklich unfair. Und dann im WTAG hört man durch deine Lautsprecher. Ist ja echt so laut. Warte mal, ja. Ich bin ein bisschen leise. Wie ist es jetzt? Hast du kein Headset? Doch, ich habe ein Headset auf. Hörst du über Lautsprecher und sprichst über die das Headset? Nein. Oder was? Komisch. Okay, also du kriegst das Feld, das hat man wirklich so gesagt. Und wir hatten auch jetzt schon mal geguckt. Du kriegst das Geld in dem Sinne vom LU überwiesen. Das du... ja, hab schon. Hast du schon? Gemacht. Ja, ja. Okay. Dass du da eben dann loslegen kannst. Also ich will mich erstmal das Geld dafür. So, dann kann ich ja meine Wiesen ab. Also. Ja, kannst du machen. Ich bin ja alleine im Moment. Genau. Und ich bin mir am überlegen, ob ich das hier mir antue. Ich müsste nämlich etwas hier. So. Dann eine Sache direkt gucken. Ah, ist ja interessant, dann macht ihr. Okay. Okay. Wir sind noch nicht am Ende, was unser RP-Projekt angeht. Ja, da sind wir erst am Anfang. Erst am Anfang und auch. Oh, ich hatte hier. Ach, das hatte ich gemacht zuletzt. Okay. Hatte ich schon wieder vergessen. Wir hatten natürlich auch. Sind wir gerade dabei, so ein paar Regeln zusammenzuschreiben, damit es in der Stadt oder in der Stadt Schwatzingen dann auch regulär zugeht. Aber das dauert eben ein bisschen und solange die Challenge hier noch nicht abgeschlossen ist. Ne? Ja, so schaut's aus. Solange die Challenge noch nicht abgeschlossen ist, können wir da auch noch nicht starten. Einfach rein praktisch halber, weil. Zeitgründe. Genau, Zeitgründe. Könnte man das so. Herr Tiger Farm ist der Anhänger an der BGA noch mit meinen Sachen befüllt. Das kann ich dir nicht sagen. Ich dachte aber. Schweine, ich glaube, der Ladewagen steht noch da. Ja. Über meinen GPS. Ich habe ja so GPS in meinem Gerät ein. Oh. Ja. Ja, scheint. Nein, was machen Sie? Könnte das GPS-Gerät mir auch sagen, wann Fahrzeuge meinen Weg kreuzen? Nee, ich habe ja nur das GPS in meinen Fahrzeugen. Danke. Dass ich meine Fahrzeuge wiederfinde. Hm. Dann guck ich mal. Achso, was war denn der Preis hier beim BGA? Der Preis bei den BGA ist 360, bei der Akroma 617 streng. Ja, hatte ich gerade gesehen. So. Der gebe ich mal auf den Weg, ne? Mach das.
Ich brauche nämlich unbedingt einen zweiten LKW-Traktor. Wir kommen hier ein bisschen durcheinander, dass wir nicht genügend. LKW ist ein gutes Stichwort. Vielleicht reicht es für einen LKW. Es gibt hier ein Problem, dass ich nicht genügend Fahrzeuge habe, um alle Geräte bewirtschaften zu können oder betreiben zu können. Deshalb, ich brauche noch ein zweites Fahrzeug. Ich werde gleich mal gucken. Mika, du kannst auch immer diese Muter. Ja, ja. Wer mutet sich denn? Wer macht du. Was? Ich glaube, ich. Mikado, dann hör doch mal auf damit. Ja. Ich weiß gar nicht, weshalb man sowas überhaupt tut. Ja, ich auch nicht. Wie kommt man überhaupt auf so eine Idee, sowas zu tun? Ja, weiß ich nicht. Ist so verrückt. So. Aber, wenn ihr wollt, guckt auch gerne heute Abend mal auf Twitch vorbei. Da gibt es nämlich den nächsten Livestream. Ab 21 Uhr. Das heißt heute Abend, hallo? Du musst sagen, am Aufnahmetag. Nein, heute Abend. Also wenn ihr diese Folge seht, heute Abend, schaut gerne auf Twitch vorbei. Heute, so, heute Abend auch Mittwoch. Und natürlich so. Auch gestern und am Donnerstag gibt es auch den guten Abend-Livestream. Von 21 bis 0 Uhr. Da kann ich leider nicht da sein. Oh, manchmal. Einmal so und dann schaue ich gerade mal nach, was ich nämlich gesagt hatte. Tata. Aber das Gute ist, in 6 Wochen sind schon wieder Sommerferien. Ich habe immer noch Ferien. Ha! Wir haben 2 Wochen Osterferien. Ja, ich auch. Ich hatte auch fast 3 Wochen sogar. Aber nee. Meine sind früher angefangen. So, ich habe mal gerade ein bisschen Geld investiert. Wie immer. Wie immer. Aber nur ein bisschen, ne? Jo. Ganz minimal. Wenn ich jetzt einen LUler hätte, aber nee. Er hat geschrieben, dass er wieder da ist, aber ich denke. Ja, hab schon gesehen. Aber jetzt machen wir die Folge kurz fertig und dann wird Tiger Farm morgen in der Folge wieder mit. Quatsch. Leon. Ach, dieses Schild. Leon morgen wird damit in der Folge dabei sein. Endlich wieder. Ja. 2 LUler am Start. Und ich hätte direkt auf eine Aufgabe für ihn. Wer nicht? Wer nicht? Ich hätte so viel zu tun hier. Aber... Man kann sich nie auf alle LUler verlassen. Na ja, doch, auf dich. Ja, außer auf mich, wollte ich gerade sagen. Also da richtig fettes Dank, fetten Dank und fettes Lob an dich. Danke. Meint der 24-Stunden-Livestream ist schon eine Weile her. Aber... Was habt ihr eigentlich da gemacht? Ich war ja da gar nicht da. Wir haben 24 oder Varuna hat er 24 Stunden gestreamt. Ja. Das macht einen 24-Stunden-Stream aus. Wenn man 24 Stunden glaubt, da streamt man 2 Stunden, danach hat man keine Lust mehr. Und danach hat man 4 Stunden Pause, damit sind es 24 oder wie? Nein. Man streamt 2 Stunden und 22 Stunden sind Pause. Nee. Jetzt? Wir haben richtig fett dran gelangt. Also wir haben zum einen auf der, wie hieß die Map? Munzhausen irgendwie. Ja, hatte Tiger Farm zuvor schon recht viel Mais angepflanzt. Also die komplette Karte ist voll Mais. War voll Mais. Okay. War voll Mais, genau. Habt ihr dann die Lage gemacht? Genau. Und zwar mit zwischenzeitlich, glaube ich mal 10 Leuten oder so. Also der Durchschnitt war am Ende irgendwie 7 oder so. Von 24-Stunden-Leistung. War 7,8, ja. Also da geht nochmal alle Liebe raus, die das auch immer angeschaut haben. Yeah. Oder eher gesagt an die vielen Leute, die da waren. Schön, dass ich nicht dabei war. Und ja, gut. So. Eigentlich voll schade, dass ihr genau dann einen gemacht habt, wo ich nicht da war. Ja, der nächste kommt ja noch. Du bist ja extra weg gewesen, deswegen. So, jetzt also was geht's. Denn extra weg gewesen? Jetzt geht's mal mit richtiger Geschwindigkeit. Da war es voll langweilig. Und ist außerdem. Das normal bei Klassenfahrten, dass die irgendwie langweilig sind? Naja, eigentlich, manche Klassenfahrten sind eigentlich ganz cool, aber manche sind echt langweilig. So. Und vor allem war das Schlimme. Wo wir waren, haben wir den ganzen Tag nur Cornflakes zu essen bekommen. Ich habe keine Lust mehr auf Cornflakes. Ne? Morgen, mittags, abends, nachts oder wie?
Ja. Das hatte ich mal mit 17, da habe ich die ganze Zeit nur Ravioli gegessen. Das war dann auch vorbei. Okay. Ja, okay, aber Ravioli finde ich eigentlich immer noch ganz. Ja, aber wenn man das dauerhaft isst, dann hat man irgendwie auch keine Bock drauf. Ja. So, Man hat keine Bock mehr drauf. Jetzt können wir hier mal richtig loslegen. Ja, und was ist ein Brötchen? Brötchen isst man auch dauerhaft zum Frühstück, ja. Trotzdem hat man da immer wieder Lust drauf. Aber da kannst du ja variieren, was der dazu isst. Bei Ravioli wird es ein bisschen schwer. Ja, Ravioli, entweder Bolognese oder Tomatensauce. Wow. Ja, das ist doch immer gut, oder nicht? Was? Die Bolognese ist doch immer gleich. Ja, aber es gibt einmal eine Tomatensauce. Echt? Normal. Ja, nein, natürlich. Es gibt sogar Tomatensauce mit Erbsen, mit klarem Gemüse. Ja, okay, doch, stimmt, ja. Also die Bolognese mit. Ja, was ist denn jetzt los? Warum fährt er denn nicht hier? Das kann er ja nicht machen, einfach nicht fahren hier. Nee, vor allem. Also ich bin keinen Meter gefahren und der sitzt auf. Was ist das für ein Scheißgerät hier? Habe ich da einen Fehlkauf gemacht? Ja, sie hätten mich lieber engagieren müssen. Echt so? Dann wäre es auch gut gewesen. So, jetzt. Ach, nee. Ist schon besser wie der andere, weil er ein bisschen mehr schneller einlenkt, aber so alles in allem ist er auch nicht so gut. Welcher denn? Der hier. Ja, der hier ist gut. Der zweite. Der zweite Kleintraktor oder was? Ja. Wie ist eigentlich gerade? Der weitere A-Series. Aha. Wahrscheinlich in höchster Ausführung mit krassen 110 PS. Ja, so ungefähr. Alter. Ich bin mehr hier mit beschäftigt mit allem anderen, was anderes. Echt mal geht ja gar nicht, ne? Das ist wieder bescheiden. Achten Sie auch auf die Zeit, Herr Varuna. Ja, natürlich. Ein Auge auf dem Spiel und ein Auge auf der Zeit. Hä, bist du ein Chamäleon? Ja. So ungefähr. Bin ich gleich dazu. Nehmen Sie mir nicht die Worte aus dem Mund. Sei blöde, ein Gedanke. Wer ist der Zeit? Hey, warum? Warum hat denn der keine Leistung? Der kommt gar nicht hier vorwärts. Ja, was hast du denn hinten dran? Ja, den Ladewagen. Mit 110 PS, der braucht 240 PS, der Ladewagen. Ja, ich habe ja nicht nur 110 PS jetzt. Halt mich doch mal nicht für doof. Der kann nur maximal 110 PS haben. Ja, ich bin ja nicht so doof und kaufe mir einen kleinen Valtra, also ganz ernst. Wenn ich was kaufe, dann kaufe ich mir was Gescheites. Ach, hast du den Fiat gekauft? Ja, mindestens. Oder den Fendt. Oder noch was anderes. Oder den Case. Oh, Sirius. Oh, 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 ich sehe da gerade was. Ist. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ah. Ja, wie doof, ey. Ah, okay. Weißt du, unser Helfer, also der Helfer, der kann, der macht das Feld nicht kaputt, aber sobald ich den wieder wegmache... Das gibt's ja nicht, der hängt hier die ganze Zeit. Der sollte eigentlich dafür PS haben. Ja, eigentlich schon. Aber irgendwie keine Traktion. Aber woher haben Sie den denn her? Gekauft. Gekauft? Ach, das ist die Anschaffung. Ja, natürlich. Damit bin ich ja ein bisschen schneller unterwegs. Ich muss ja auch irgendwann mal so einkaufen. Aber irgendwie ist der nicht so mit dem Handling so gut, wie ich dachte. Der ist immerhin besser als der MLM. Psst. Was? Nix.
Was? Was? Bei mir ist die Einzugsanimation vom Ladewagen weiß. Weiß? Ja. Lass mich mal rein. Ach, du hast... Ja. So, jetzt geht er schon wieder nicht vorwärts, ey. Aber ich glaube, der ist irgendwie nicht dafür ausgemacht, oder nicht? Der muss, der hat genügend Leistung. Eigentlich schon, ja. Ich würd mal sagen, der Ladewagen ist schlecht. Immer alles auf die anderen schieben, ne? Komm mal raus. Nee, bin beschäftigt, kann gerade nicht. Na komm. Liebe Zuschauer, die nächste Folge wird's nicht mehr geben. Pack mal die Kettensäge wieder weg. Habe ich doch schon. So. Wenn Sie mich hier überfahren. Wir wären dann jetzt aber auch gleich am Ende der Folge angelangt. Schon? Das war? Ja. Oh. Richtig krass. Meinte natürlich krass. Okay. Gut. Also, wenn es euch gefallen hat, ist gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles, wie immer. Und bis morgen. Ciao. Bis morgen. Ciao.